ermutigend. So haben wir das in unserer Vision geschrieben. Und es lautet dabei zu unserem zweiten Wert: Wir sind beschenkt mit dem Heiligen Geist, der uns tröstet, ermutigt und begeistert. Deswegen sehen wir auch das Gute und gehen konstruktiv mit Herausforderungen um. Nach dem Gottesdienst spricht mich jemand an und sagt: Die Predigt, die du heute gehalten hast, war genau für mich. Und ich freue mich darüber, weil ich gar nicht wusste, dass diese Person zum Gottesdienst kommt, noch viel weniger wusste, was diese Person betrifft. Und es ermutigt mich, weil ich merke, Gott ist hier am Handeln und Gott zieht die Fäden und das, was ich vorbereitet habe, ist nicht vergeblich. Ich gehe an den Fächern der Gemeinde vorbei und sehe kleine Geschenke und Dankeschönkarten in den Fächern. Und ich freue mich, weil ich denke, ja, da ermutigen Leiter ihre Mitarbeitenden in ihrem Team und zeigen, du bist mir wertvoll und das, was du tust, ist wertvoll. Und ich freue mich, weil das geschieht hier in unserer Gemeinde. Wir sind ermutigend. Nach einer Veranstaltung, nicht bei jeder, aber wenn mir das im Sinn ist, dann gehe ich manchmal unten in die Küche und bedanke mich bei den Leuten vom Cafeteria-Team. Nicht selbstverständlich, dass sie nach dem Gottesdienst Kaffee und Gebäck für uns bereiten und vor allen Dingen nicht, dass sie noch den Abwasch machen, wenn längst alle anderen nach Hause gegangen sind. Wir sind ermutigend. Menschen drücken das in unserer Gemeinde aus. Was bedeutet der Begriff ermutigen? Laut Duden, jemanden den Antrieb geben, in positiver Weise in seinen Absichten bestärken. Jemanden in positiver Weise in seinen Absichten bestärken. Andere Begriffe dafür: animieren, anspornen, beflügeln, motivieren, jemanden aufbauen, jemanden trösten. Alles Begriffe, die ermutigen, beschreiben. Man kann jemandem Mut einflößen, Mut machen. Und ich habe gefragt, die Sarah ist bereit, uns eine kleine Geschichte zu erzählen, wo sie das erlebt hat, dass sie ermutigt wurde und dann Größeres gewagt hat. Sarah, komm doch mal kurz nach vorne, erzähl uns was davon. Was hast du erlebt? Ja, und zwar die Geschichte war in Norwegen auf einer Freizeit vor 2 Jahren ungefähr. Und da waren wir an so einem See und an einem Tag sind wir da mit den Kanus rumgefahren und da war so eine Klippe, von der die anderen auch schon mal gesprungen sind und ich wollte dann auch. Und da gab es so 2 verschiedene Stellen, eine war etwas niedriger und die andere höher. Und ich wollte erstmal von der niedrigeren und das so langsam angehen und dann gucken, ob ich vielleicht nochmal von der höheren will. Und die meinten dann aber so, nee, spring doch von der höheren. Und haben mir gezeigt, wo ich springen muss und so. Und gemeint so, ah, das ist gar nicht so schlimm, es macht Spaß. Und dann bin ich doch von der höheren gesprungen und ich bin sehr dankbar dafür. Ja, was hat es in dir ausgelöst, dass du das gemacht hast? Also, ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, hätten die anderen mich nicht so aufgefordert und mir so geholfen. Aber die haben mich auch nicht so gedrängt, sondern einfach halt ermutigt. Mhm. Ja, super. Danke. Du hast mir vorhin gesagt, das war auch der einzige Zeitpunkt. Wie war das? Ja, ich hätte keinen zweiten Sprung gehabt, um dann nochmal von der höheren zu springen, weil die Zeit dafür nicht gereicht hätte. Von daher war das meine einzige Gelegenheit. Ja, super. Dankeschön. Sarah hat gerade gesagt, was sie gar nicht wusste, das war die einzige Gelegenheit. Die Zeit hätte nicht mehr gereicht für einen zweiten Sprung. Und sie hat das Höhere gewagt, weil sie ermutigt worden ist. Und das hat Dankbarkeit in ihr bewirkt. Ermutigung machen ist entscheidend, oft in wichtigen Lebensphasen unseres Lebens.
Es ist entscheidend, ob jemand ermutigt wird, etwas zu wagen, oder ob er entmutigt wird, seiner Angst folgt. Und manchmal hat das Auswirkungen für unser ganzes Leben. Eine berührende Geschichte, die wir eben am Anfang des Gottesdienstes gehört haben. Da wurde jemand in einer Situation, die vielleicht belanglos war, man hätte das vielleicht auch anders lösen können, von jemand gesehen und ermutigt, und jemand hat das Potenzial im Leben gesehen und es ist Großartiges daraus geworden. Und es gibt andere Situationen, da erzählen mir Menschen von Schlüsselsituationen, wo sie eigentlich bereit gewesen wären, etwas zu wagen, aber jemand gesagt hat, das kannst du sowieso nicht. Lass das mal andere machen. Und das hat das ganze Leben durchzogen und hat es verhindert, dass ein Mensch das entfaltet, das Potenzial, was in ihm war. Am Anfang meines Pastorendaseins war ich manches Mal sehr entmutigt, weil ich zwei Gemeindearbeiten hatte, die mich enorm gefordert haben. Eine kleine alte Gemeinde in Neustadt, aus der etwas Größeres werden sollte. Und man sagte mir, ja, wir finanzieren da erstmal diese Stelle und wir gucken, was daraus wird. Und das war wie so eine dunkle Wolke über mir. Wir gucken mal, was daraus wird. Und jetzt ist die Frage, wie lange geht das? Und in Lübeck war eine Gemeindeneugründungsarbeit. Ein kleiner Hauskreis, aus dem Gemeinde werden sollte. Und ich fuhr immer diese 35 Kilometer hin und her, wohnte in Neustadt und versuchte dort in Lübeck auch etwas nach vorne zu bringen. Und das Erste, was war, ist, dass ich die Leute besucht habe und die haben mir gesagt, ja, eigentlich bin ich gerade am Überlegen, aus dem Hauskreis rauszugehen. Das war natürlich sehr ermutigend für mich als junger Pastor, dass ich gedacht habe, ich soll hier was aufbauen und die Leute wollen gerade rausgehen. Und jedes Mal, wenn ich in dieser Zeit nach Hamburg kam zur Mitarbeiterkonferenz, war da einer der Kollegen, ich weiß nicht, ob Gott ihm das gesagt hat, der hat jedes Mal das Gespräch mit mir gesucht und hat gesagt, Uli, wie geht es dir? Und dann habe ich manchmal erzählt, so meine Kämpfe, und sagte, Uli, das ist gut, was du da machst. Und ich glaube daran, dass wirklich etwas daraus wird. Ich bete für dich. Und jedes Mal bin ich ermutigt von dieser Konferenz nach Hause gefahren und habe es gewagt und neu angepackt. Es ist entscheidend, ob wir ermutigen oder nicht. Das ist nicht irgendein, kann sein, kann man machen, muss man aber nicht, sondern das kann im Leben von Menschen Impulse setzen, die sich durch das ganze Leben ziehen. Gott ist ein Ermutiger. Als Mose das Volk Israel durch die Wüste aus Ägypten herausgeführt hat, da wurde dann irgendwann Josua sein Nachfolger und er musste in wirklich große Fußstapfen treten und jetzt das Werk von Mose weiterbringen. Und als Josua das übernahm, sagt Gott ihm, ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Das ist, finde ich, Ermutigung pur. Gott ermutigt den Josua. Und er weist bei dieser Ermutigung nicht nur auf das hin, was Josua vielleicht gelernt hat bei Mose und das Potenzial, was in ihm ist, sondern dieser Satz weist auf Gottes Möglichkeiten hin. Was Gott aus dem Leben und mit dem, was in Josua hineingelegt worden ist, machen kann. Ermutigung heißt auch, das zu sehen, was Gott machen kann. Und uns daran zu erinnern, welche Möglichkeiten Gott hat in deinem und in meinem Leben. Paulus macht das bei seinem Mitarbeiter Timotheus, den er in Ephesus in der Gemeindearbeit lässt und der da auch eine große Aufgabe zu bewältigen hat. Und man hat fast den Eindruck, dass der Timotheus auch immer so ein bisschen die Tendenz zur Entmutigung hatte. Und Paulus sagt ihm in 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns einen Geist nicht der Verzagtheit gegeben, sondern er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Der Heilige Geist, den Gott uns schenkt, ermutigt uns, rüstet uns aus mit Kraft, stärkt uns,
gibt uns Liebe und Besonnenheit. Er tröstet uns, sagt Jesus. Ich schicke euch den Tröster, ich schicke euch den Anwalt, also auch der, der uns vor anderen vertritt. So haben wir das in unserer Vision formuliert. Wir sind beschenkt mit dem Heiligen Geist, der uns tröstet, ermutigt und begeistert. Darin liegt der Grund, einander zu ermutigen. Und dann formulieren wir weiter, deswegen sehen auch wir das Gute und gehen konstruktiv mit Herausforderungen um. Ermutigung ist eine Frage der Perspektive. Sehe ich schon, was noch werden kann, oder sehe ich nur das, was ist? Als meine Kinder kleiner waren, kamen sie manchmal aus dem Kindergarten oder aus der Schule und sie zeigten mir, was sie gemacht haben, ein Bild, was sie gemalt hatten oder etwas Gebasteltes, was sie geklebt haben. Und dann höre ich mich als Papa sagen, ja, das ist ganz schön, aber guck mal hier, da müsstest du das noch mal ein bisschen besser festkleben. Die Begeisterung aus dem Gesicht wich und ich dachte, oh, Uli, das war jetzt irgendwie verkehrt. Und als sie ein bisschen größer waren, haben sie mir zurückgemeldet, Papa, warum siehst du eigentlich immer sofort das, was noch nicht ist? Ich lerne daran. Familie ist ein gutes Lernfeld dafür, Gemeinde auch. Es gelingt uns eben nicht immer, die passende Perspektive einzunehmen. Weil wir so darauf fixiert sind, vielleicht ist das auch eine deutsche Krankheit, weiß ich nicht, das zu sehen, was noch nicht ist. Nicht zu sehen, was schon da ist und das Potenzial, was sich entfalten könnte, sondern guck mal da. Und das habe ich aber auch schon mal anders gesehen. Und wenn ich mir das richtig überlege, hättest du auch ein bisschen mehr noch eine Schippe drauflegen können, oder? Solche Worte entmutigen. Und sie haben mehr Kraftwirkung in unserem Leben als Ermutigung. Das sollten wir wissen. Welche Perspektive nehmen wir ein? Schauen wir in das Wort Gottes, dann sehen wir, dass Jesus, wenn er uns ansieht, die Perspektive der Erlösung hat. Jesus sieht, was er in unserem Leben getan hat und was er tun wird. Jesus sieht uns aus den Augen des Vaters im Himmel, der uns liebt. So wie wir das in den Eingangsworten gehört haben, der uns geschaffen hat, weil er sich freut, dass wir da sind. Und darum hat Jesus seine Jünger ausgewählt. Man hätte dem Petrus auch sagen können, Petrus, du bist ein echtes Großmaul. Du musst erst noch mal ein bisschen lernen, demütig zu sein und die Dinge realistisch einzuschätzen. Aber Jesus sagt ihm, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Und dann geht er mit ihm Wege und sieht schon, was in den Petrus hineingelegt ist. Jesus hat diese Perspektive Gottes zu sehen, was er in unserem Leben tun kann und tun will. Und die Frage an dich und mich ist, worauf schauen wir? Was nehmen wir in den Blick, wenn wir uns selbst sehen und wenn wir andere sehen und ihr Leben? Sehen wir, was Gott in diesen Menschen hineingelegt hat? Das ist ein geliebter Mensch, das ist ein wertvoller Mensch, dass Gott sich freut, dass er da ist? Oder sehen wir, was noch nicht ist? Und drücken das vielleicht dann manchmal aus. Eine Frage der Perspektive. Und die Frage ist, wie viel? Kann man zu viel ermutigen, loben, jemand Flügel verleihen? Ich glaube, nein. Natürlich muss es ehrlich sein. Es soll ja auch Gott groß machen und unseren Blick auf ihn richten. Aber doch bitteschön, weg mit dieser blöden Angst, man könnte zu viel loben und ermutigen und jemanden stärken, vielleicht zu größerem anspornen und das könnte irgendwie sich negativ auswirken. Man kann aus meiner Sicht nie genug ermutigen.
als Eltern sagen, du bist ein großartiger Junge, du bist eine hübsche Tochter, du hast das gut gemacht. Anderen sagen, weiter so, du kannst viel bewegen, da ist noch mehr Potenzial in dir und das darf sich entfalten. Wie du da reagiert hast, das war sehr weise. Du hast dich sehr geschmackvoll gekleidet. Ich staune, was da in dir ist. Ich freue mich mit dir. Mir gefällt besonders. Mit Gottes Hilfe schaffst du das. Er ist größer, als du denkst. Das kann man nicht genug sagen. Nicht nach dem Motto, ich glaube, den Schwaben sagt man das zu, vielleicht auch den Norddeutschen, nichts gesagt, ist schon gelobt. Was für ein blöder Spruch. Ich glaube, dass der nicht von Gott kommt. Ich lese das in der Bibel anders. Gott spricht es aus, weil Menschen es brauchen. Sag, was dich freut, was gelungen ist. Heb es hervor. Sag es viel. Ich habe mich in diesem Gedanken gefragt, wie ist das eigentlich mit Gott? Kann man Gott zu viel loben? Zu viel sagen, du bist großartig, du bist heilig, du bist mächtig. Wir singen das in Liedern, wir beten das. Kann man das nicht, ist nicht irgendwann genug? Zumal Gott braucht ja gar nicht, dass wir ihn ermutigen. Und doch sehen wir, dass die Erfüllung allen sein wird, dass Gott ewig von seinen Geschöpfen gelobt wird. Ohne Ende. Mit ihm zusammen. Eins, dankbar für das, was Gott schafft. Wir können damit anfangen, unter uns, Gott groß zu machen, indem wir das sehen, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Wir sind ermutigend und es kann nie genug davon geben. Amen.